Na, Frederiken? Na, Leute? Hier bin ich wieder. Daniel LP, Tales of Graces F. Jo. Wir waren in dieser Hütte westlich von Land, wo eine Person aus Strata war, die aber auch nicht das unbekannte Mädchen kannte, was wir am Landbier gefunden haben. Und ja, irgendwie fängt jede Begrüßung immer mit diesen Worten an, kann das sein? So, egal. Wir sollen zum Arbeitszimmer des Anwesens gehen, weil unser Vater keine Ahnung, was er von uns will. Jedenfalls will er was von uns, aber ich habe keine Ahnung. Aber ich habe noch nie gespielt, natürlich nicht. Nee. Doch. Hi. You certainly took your time, Asbel. Ich habe ja auch vorher gespeichert, Now, mein Gott. who's the girl? We met her outside town. She seems to have amnesia. She doesn't remember who she is or where she's from. Oh? Well, we can worry about such things later. I need to speak with you. What is it now? I received a letter from a very important man in the capital. His son is coming to visit Lant. A visitor from the capital, huh? That's rare, isn't it, Dad? This boy is around the same age as you, but you are not to approach or speak with him. Darf er sich überhaupt mit irgendjemandem treffen auf dieser He Welt? hails from one of the most powerful families in the Windor Kingdom. We cannot be seen to show him even the slightest disrespect. If something were to happen, it would be a blight on the Lant's name. Do you understand, Asbel? Why are you just asking me? Do you understand? Yes. Good. As for the girl, I shall hand her over to the authorities. I'm confident they will be able to find her family. This is the best thing we can do for her now. What? Huh? This plan should put your mind at ease, yes? I want to be with Asbel. You do? Richtig so. What is this about, Asbel? You don't want to go? I don't know. But I want to stay with Asbel. Are you in some sort of trouble? Of course she isn't. Right? Well, since you can stay here, I will contact the authorities and make arrangements for her transfer. Don't worry about it. I can take care of her. What? I can take care of her. This is foolishness. I'm serious. Do you even understand what you're saying? You are a powerless child who couldn't possibly be entrusted with such responsibility. Well, how will you know if you don't let me try? My lord, a messenger has arrived concerning our guest from the capital. Right, send him in. Asbel, we shall continue this conversation later. Until then, stay out of trouble. Damn it. Come on, Asbel. I'm going to help her, and I don't care what anyone says. Let's go. Okay. Oh, hallo. Asbel hat den Titel Erbe des Fürsten bekommen. Dann löst man direkt mal aus. Stärke die Gruppenmitglieder mit Fertigkeiten über Titel geben. Wähle zunächst den Titel Erbe des Fürsten, indem du kürzlich erworben hast. Das wollte ich machen. Mit jedem Titel kannst du 5 Fertigkeiten lernen. Erlernst bleibt beim Austausch des Titels erhalten. So lassen sich die Mitglieder weiterentwickeln. Fertigkeiten lernst du, indem du den Titel ausrüstest und dann FP in Kämpfen gewinnst. Rüste den Titel aus. Die Ausrüstungseffekte bieten Vorteile, solange der Titel ausgerüstet ist. Also wähle je nach Situation die richtigen Titel. Wenn du dich auf Fertigkeiten konzentrieren willst, kannst du dich auf das Auto ausrüsten verlassen. Ja. Erstmal. Aber ich werde sowieso viel selber hier einstellen. So, Tornado-Klinge. Ja, das sind alles Sachen, die wir schon haben. Aber wenn wir die jetzt nochmal hier lernen, dann würden sich die Effekte erhöhen. Also Schaden plus 5% bei
bei jeweils beiden. Dann ist doch auch was. Ist besser als auf jeden Fall nichts zu lernen. Ja, geh nach draußen. Aber was ich noch flüchtig gesehen habe, hier ist so ein Stern. Das ist meistens ein Indikator. Also immer ein Indikator für Nebenquests. Musst du so bald fort? Gibt es keine andere Möglichkeit? Es ist zu seinem Besten. Je schneller er dort eintrifft, desto schneller wird er sich daran gewöhnen. Er ist noch so jung. Ich kann nachvollziehen, wie du dich fühlst. Ich will auch nicht, dass er geht. Nein, letztlich ist es das Beste, was wir für ihn tun können. Ich will nicht, dass sich meine Söhne und Lan streiten, wenn ich fort bin. Ja, du hast recht, natürlich. Hab Vertrauen in ihn. Er ist ein starker Junge. Hi. Tschüss. Man, sind die Leute hier alle so schnell, wie schnell die hier... Nebenquests wurde im Handbuch hinzugefügt. Da gucken wir da gleich mal rein. Nein. Entdeckerbuch, ja. Das kann ich... habe ich schon erklärt. Also. Nein, Nebenquest hier. Ein Privatgespräch. Durch die Tür habe ich Unterhaltung zwischen meinem Vater und meiner Mutter mitgehört. Okay. Mann, wie schnell die Leute hier alle sind. Der Typ ist auch hier nach oben geflitzt, obwohl er unten noch war. Wie machen die das? Hallo. Erstmal, dein Vater ist nur streng, weil er Großes von dir erwartet. Okay. Du mich auch. So, ist hier noch irgendwie was? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich gucke mich aber noch kurz schnell um. Weil jetzt wurden ja Nebenquests freigeschaltet, mehr oder weniger. Vielleicht sind ja noch mehr Sachen. So, Frederik, dich behalte ich im Auge. Ich kenne das doch. Ich gehe irgendwo in einen Raum rein und der steht dann auf einmal da. Guckt er mich böse an. Ah, Gott. Wie lange kommen wir nicht ans Ziel? Ist hier ein Skip? Nee, okay. So, mit dir möchte ich kurz sprechen. Ich möchte ein Nickerchen machen, ich bin müde. Die AP sind ein bisschen unten. Verstehst. Okay. Na gut, dann. Was jetzt? I'd rather become a knight in service of the king. The capital has a special training school for knights. Did you know that? I've heard of it. But Asdol, can you really take care of this girl? Yeah, I don't have a choice. I have to show Dad that I'm not just some useless child. Well, yes, but... Hey, Sharia, you feeling better? Oh, yes, I'm fine. So, did your dad decide what to do with the mystery girl? Yeah. I'm gonna take care of her. What? Don't shout like that. You'll make yourself sick again. It's your fault. What do you mean you're going to take care of her? I just mean I'll be responsible for her until we find out who she is. Was hat Espel eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt gemacht, dass hier kein Schwein sich so hinter ihn stellt? Wir dann niemand zu vertrauen zu ihm. Well, then I'll be with her for the rest of my life. The rest of your... No!
just can't. Too late. I've already decided. Let it go, Sharia. He'll never change his mind now. Unbelievable! Hey, you're with us now, okay? Don't worry. Everything's gonna be fine. Okay. But if you're gonna be our friend, we need to give you a name. How about... Tiger Festival! You idiot! What kind of a girl would want a stupid name like that? Unbelievable! My brother's not very good with names. Fine then. What do you want to call her? I don't know. We found her in a meadow, right? So maybe we should name her after a flower. Sharia, what was the name of that flower I gave you? It's called a Sopharia. Sopharia. Aha! I got it! We're gonna name her Sophie. Sophie. Oh, it's kinda pretty. I agree. It's a good name. Alright. From now on, your name is Sophie. Is that okay? Sophie? Sophie. Well, do you like it or what? My name is Sophie. Ja, das hat die Sprechblase da oben. Nice to meet you, Sophie. Hurry, this way. Sophie, come on. Where are they going? Die müssen alle dringend aufs Klo, sieht man. Did Lord Aston perchance come this way? He just ran by a second ago. It seems like he was headed out of town. What the heck happened? The turtle's transport containing our young guest is long overdue. Lord Aston fears they may have met with tragedy on the road. That guest must be the boy Dad was talking about. We should go take a look for ourselves. Don't be silly. What can we do? We'll just get in the way. We won't know for sure unless we try. The kid's coming from the capital, so we should head in that direction. All right, everyone, let's get this show on the road. Okay, aber lass mich raten. Sophie erhält den Titel benannt nach einer Blume. So, und jetzt habe ich auch. Jetzt wollte ich nicht mehr Schiss haben, dass ihr Name mir aus Versehen rausrutscht. Und ich rüste ja natürlich sofort den neuen Titel aus. Weil man hätte sich den Namen schon vorher irgendwie vorspoilern können. Und zwar... hier. Ein Sprungschlag, bei dem Sophie nicht nach links zuschlägt. Das stand schon vorher da. Das habe ich vor einer Aufnahme irgendwann mal gesehen. Deswegen musste ich aufpassen, dass ich nicht irgendwann hier ins Arztmenü gehe und das zeige. Zum Glück, ja, jetzt brauche ich auch keine Angst mehr haben. So, und jetzt lass mich raten. Frederik ist gerade uns vorbeigerannt. Oh. Hast du nochmal Glück gehabt, alter Mann. Naja, okay. 14 Minuten. Ich weiß auch nicht, ich tue immer viel zu früh einen Cut machen, kann das sein? Aber egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich würde jetzt hier gerne Schluss machen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Dass ihr noch mehr sehen wollt. Ich würde noch gerne mehr machen. Also, bitte sagt mir, dass ihr auch mehr sehen wollt. Ciao. Bye, bye.